Jetzt war es gerade spannend. Ja, sorry. Ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie so Mega-Magen-Probleme. Aber jetzt sollte es erstmal wieder. Habe ich Magentropfen genommen, das würde jetzt eigentlich wieder ein paar Stunden vorher reichen. So. Machen wir einmal. Und legen den letzten Köder aus. Das kann was werden. Mädchen. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich ankennen. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Klingt dir interessant. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Ich möchte es auch gar nicht genauso wissen. Die Rüstung ist aber echt cool. Die erinnert mich so ein bisschen an. Brauchen wir eine Parole. Du weißt schon. Du sagst sie, wenn du es nicht aus mehr aushältst. Of Cain Blood Omen. Wenn ich es sage? Weiß nicht. Ich beruhige dich irgendwie. Wir müssen da jetzt durch. Aua. Regis hat das Blut gehabt. Hallo, ihr kleinen Platzer. Ui, hallo, Flatterer. Wie lange ist es her, dass ihr Flatterer gesehen habt? Gerade besser. Oh, geht er weg, Gerard. Lass dich raus. Also schön ist was anderes. Durchhalten. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch dir nichts. Nett. Ich bring dich hier raus. Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Das stimmt. Also gut.
Dann fangen wir an. Entschuldigung, es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ha, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlef? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Was? Nett. Ja, so kann man es auch machen. Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Nein, nein, mich doch nicht. Puh. Angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt und schuldzerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen?
Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzerstand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Noch sieht er auch nicht besonders gut aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Und mit diesen wunderschönen blutunterlaufenden Augen. Ich würde selber Mutter spielen, aber jetzt ist es schon bei dir, dass ich gar nicht dazu komme. Echt? Da irgendwo ja auch gut. Aber wie gesagt, du musst es unbedingt weiterspielen. Ich würde dich da auch nicht zu sehr von abhalten. Aber natürlich freue ich mich, dass du trotzdem mit zuschaust. So, jetzt ist die Frage. Wir haben hier noch was. Warten. Die ist im Brief. Die Schatzsucher-Sachen machen wir am besten nächste Woche. Also Papierkrieg geht erst, wenn das Ding fertig ist. Wenn die Auktion stattfinden wird. Mit der Hauptquest will ich nämlich noch nicht allzu viel weitermachen, weil ich Angst habe, dass sie dann doch zu schnell zu Ende geht. Warte mal, hier haben wir noch was. Die 36er Stufe. So, Plötze kann ich komischerweise nicht rufen. Nee, Plötze kann ich immer noch nicht rufen. Seltsam. Mal kann ich nicht. Nee, kann ich immer noch nicht. Was weiß ich, wo Plötze sich gerade rumtreibt. Vielleicht möchte ich das auch gar nicht wissen. Aber der Weg ist ja zum Glück nicht allzu weit. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Die habe ich einer Katze geklaut, weißt du? Ich habe mich ja ganz gut vernetzt. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich dich. Gerne. Kannst du gerne machen. In der Hoffnung, dass ich dir dann auch helfen kann. Aber das Gute bei Witcher ist, dass es halt auch durch die Hexersinne und die Minimap und alles ist halt oft, wirklich oft selbsterklärend. Was halt für mich anfangs schwierig war, weil ich auch mit der Materie nicht vertraut war, war... Ach ja, die Alchemie. Mit der Alchemie kam ich anfangs überhaupt nicht klar. Aber auch das, da kommt man auch irgendwie rein. Mir haben halt die Vorgänger sehr geholfen, weil das alles so ein bisschen ähnlich war, zum Glück. Na, ich glaub nicht. Wir hätten die Ritter kurz im Prozess mit solchen Abschauen gemacht. Komm nur her, ich beiße nicht. Das hoffe ich. Die kann man nicht aufhalten. Oh. Oh. Ich hab vielleicht bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Wobei wir ja jetzt auch nur eine halbe Stunde Witcher machen. Danach wechsle ich elegant zu Final Fantasy. Was ist denn hier los? Weil ich unbedingt oh, Majoran, noch gib mir weiter Kraft. Leveln will. Ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Jo. Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Glaubst? Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal. Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Jo. Die Statue.
Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit, ich zeig es dir. Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginald Aubry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Oh! Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Mhm. Ich muss mich umsehen. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu nehmen. Okay. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Mette Quest. Harten Zeiten. Das weiß ich gerade gar nicht. Keine Sorge, bald bist du wieder. Naja, okay. Dann suchen wir mal die Hoden. Alter, was kriegen wir eigentlich hier heute für Quests? Die Spuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Lol. Ich hab das Gefühl, wir sind hier im Irrenhaus. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfüm. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Geralt spielt wieder Schnüffler. Deine Quest. Also, ja. Ja. Vive la fête! Au! Ach so. Ach, da ist die rote Spur. Ich, ja. Die war gerade nicht so wirklich ersichtlich. Also so. Entschuldigung. Ah ne, hier ist das Haus der Verrückten. Da will ich nicht nochmal rein. Gratulation zum Turniersieg, Ritter Geralt von Riva. Ja, ja. Mich passt du nicht, Hexer. Da muss ich lang. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Hier lang. Im Dunkeln kann man die Spur, wenn es leichter, verfolgen. Der Geruch führt zu dieser Tür. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Ja klar, du bist in eine Frau reingestolpert. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ganz ruhig. Ich frage mich zwar, warum eine junge Frau mit einem alten Knacker fremdgeht, aber... Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Why not? Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein.
Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Mhm. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Hör mit dem Mist auf, Hugo. Du hast Reginald die Hoden geklaut, das ist schon klar. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du das endest. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda, einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier. Bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen. Entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter... Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1-2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Ich hab eine Maus im Keller. Ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Die Maus lebt immer noch. Gut. Habe ich ein Problem? Ich habe Angst, wenn ich jetzt die Tür hier öffne, dass mir die Maus hier gleich wieder entgegenspringt. Mäuschen? Mäuschen, mach mal Piep. Wo ist die Maus denn hin? Vor allem, ich war doch mausfrei. Vor allem, wo kommt die Maus auch schon wieder her? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, was hier so raschelt. Scheiße. Ja, es geht sofort weiter, keine Angst. Ich muss gerade drüber gucken, wo die Maus hin ist. Ich befürchte, dass sie in die Zwischenwände reingeht. Ah! Okay, ich weiß, wo die Maus ist. Ach du Scheiße. Bleibt da ja drin. Komm ja nicht raus. Ich habe ja keine Angst vor Mäuse, aber... Okay. Kommt die da... Scheiße, die kommt da rein und raus. Scheiße. Ah... Oh Gott, das Ding nicht zu.
aua, aua, aua. Hier ist die Luft so gut, dass man nie einen Kampf. Das heißt, die kommt da so oder so rein und raus. Kacke. So, ich hoffe, dass die Maus da einfach drin bleibt. Nicht, dass sie mir hier gleich über die Pfoten läuft. Noch ein Grund, warum ich meine Katzen nicht hier mit runternehme. Ich habe keine Lust auf tote Mäuse. Okay. Aber interessant, dass die Maus einfach so die Wände hochklettern kann. Das ist sehr interessant. So. Okay, wir bringen mal die Hoden zurück. Ihr seid doch alle nichtsnutzige Trottel! So, wo ist der da vorne, ne? Also kriege ich erstmal den Schock meines Lebens, weil da eine Maus lang rennt. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Mäuse. Solange sie nicht bei mir in meinem Keller rumlaufen. Und ich frage mich, wie sie auch schon wieder in diesen Keller reingekommen ist. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen, das sind sie! Wahrhaftig! Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit. Ah, was schluckt. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Okay. Sehr schön. Ich bin ein Schuhputzer. Also mir ist mal im Stream mein PC-Maus kaputt gegangen. Ich hab geklebt und weitergezockt. Ja, eine PC-Maus geht ja noch. Das ist aber eine echte Maus. Ich habe hier eine Spitzmaus drin. Also wirklich eine echte lebende Maus. Finde ich eher weniger prickelnd. Meine PC-Maus, die funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, ich habe was gegen Lebende. Also solange sie in meinen Räumlichkeiten sind. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie ich diese Maus rauskriegen soll. Also ich weiß, dass ich noch... Also ich habe noch lebend Mäuse fallen. Aber die Maus sieht nicht so aus, als wenn die in meine lebend Mäuse fallen reinpasst. Die Maus ist fetter als diese lebend fallen. Na gut, lege ich die einfach da morgen mal in dem Keller. Also hier im Keller mal aus. Ja, wenn dann fange ich sie natürlich lebend, weil wir haben zwar auch noch eine richtige Mäuse fallen, aber da weigere ich mich. Und die wird schön wieder in die Natur freigesetzt. Ich glaube, ich weiß auch, woher sie kommt, weil wir haben ein kleines Mäusenest draußen. In der Nähe vom Keller sogar. Da setze ich sie dann einfach wieder hin. Dann wissen sie wieder ein paar ihrer Familie. Ich muss halt nur die zwei Mausefallen, die ich hier drin... Bleibt da drin! Die ich hier drin habe, muss ich dann einmal nochmal mit Essen füllen. In der Hoffnung, dass sie da reinpasst. Weil die sah verdammt riesig aus. Aber süß. Meine Großmutter hat hier schon wieder geschrien. Oh, die eine Katze. Wir haben drei Kater. Aber... Ich find's tatsächlich ganz, ganz schrecklich, wenn... Ich weiß, es ist die Natur. Aber ich find's echt schrecklich, wenn ich oben im Haus... Weil die Maus hat halt auch einen Gang quasi nach oben... Und anscheinend führt irgendein Loch auch zu unserem Herd. Und unter dem Herd haben wir jetzt auch so eine Schublade. Und da sitzt öfters auch mal die Maus drin. Und ja, wir haben auch schon tote Mäuse oben im Haus gefunden. Ich finde ihn nicht so prickelnd. Ich fange tatsächlich, wenn ich tote Mäuse sehe oder allgemein tote Tiere, fange ich bitterlich an zu heulen. Aber frag mich nicht, warum. Ich kenne diese Tiere nicht, deswegen, aber... Ne? Irgendwie tun mir die dann verdammt leid, wenn ich meine Katzen drauf loslassen würde.
Aber sie fangen Mäuse. Nur hier unten packe ich sie mir nicht rein. Weil ich auch nicht weiß, was die Viecher für Krankheiten haben. Und so ein Biss von einer Maus kann auch einer Katze schaden. Kann auch Krankheiten übertragen. Das möchte ich ungern. Deswegen, nein, es steht keine Maus auf dem Speiseplan. So, okay. Ich glaube, es lohnt sich nicht, das so eine Quest anzufangen. Was ich mache, ist hier einmal nochmal meine Sachen reinzupfeffern. Und wir wechseln zu Final Fantasy 13. Ich überlege, eventuell streame ich morgen nochmal Witcher. Das schreibe ich dann aber, wenn, auf dem Discord-Server. Von daher will ich einmal hier wechseln. Großaufnahme. Ja, meine Emote-Bomben. Dann hole ich mir gleich nochmal kurz aus der Garage was zu trinken. Während dann die Ladezeiten sind. Achso, das ist da. Gerade nebensächlich. Geht sofort weiter, keine Angst. Wir kennen. So, warte. Das war einmal der falsche Knopf. So. Einmal für später schon was vorbereiten. Dann einmal zurück. Dann einmal für 14 starten. Sobald wir in dem Wartefenster sind, gehe ich kurz was zu trinken holen. Ja, Spiel starten. Wie oft noch? Starte das Spiel! Heute noch. So. Wieso ist denn die Kodierung schon wieder überlastet? Muss ich das wissen? Wahrscheinlich nicht. So, Sound solltet ihr schon hören. Einmal. Gibt's keinen Wartescreen? Scheinbar nicht. Gut. Dann hole ich einmal ganz kurz was zu trinken. Solange dürft ihr meinen wunderbaren Stuhl begutachten. Und ich bin gleich wieder da. Oh, wenn ich nicht angegriffen werden würde direkt. Ich hasse sowas. Dann werde ich angegriffen, bevor überhaupt was passiert. Ach stimmt, hier war ja die eine Instanz. Okay, warte, ich stelle mich hier einmal kurz rein. Und so, ich bin gleich sofort wieder da.